Aber man hört wenigstens, ob sie tot sind, allein schon an der Geräuschkulisse. Lass gucken, wo muss ich hin? Links, rechts, rechts, links. So. Links, rechts. Also bis jetzt gab es noch nicht wirklich einen Schockmoment, wo ich gesagt habe, oh. Aber ich höre schon wieder was. Hast du auch was dabei bestimmt? Ach, das war unser Aufzug. Ich erinnere mich. Und jetzt müssen wir eigentlich nur zurück, ne? Und dann können wir mit unserer Monorail fahren. Und ich brauche auf jeden Fall wieder den Stahl. Oh mein Gott! Ey, ich habe noch gedacht, ich bin in Sicherheit. Kann ich. Oh, das ist ein stabiler Koffer, hä? Komplett durch. Oh mein Gott, war das irgendein Schatten? War das eben irgendein Schatten hinter mir? Da sind sie, die zwei! Komm, ich setze hier schnell die Platine ein. Wo war's denn? Wo war's denn gleich? Erst speichern wir. Gott weiß, was passiert. Gott weiß, was passiert. Da. Computer der Monorail-Steuerung online. Ach, super. Genial. Fahren wir nach Hause. Ich hoffe, die Monorail geht bis zur Erde. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Ich? Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallion und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Bin ich auch dafür. Und sehr wahrscheinlich muss ich hier durch, ne? Genau. Aha. Oh mein Gott, und das ist ein langer Weg. Das ist ein scheiß langer Weg. Medipack? Ich finde, die Ansicht ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Oh mein Gott, so seitlich vom Charakter. Und er läuft relativ träge, unser Isaac.
Ich habe eigentlich gar keine Lust, dahinter zu gehen. Ist da irgendwie? Cut off their limbs? Gliedmaßen? Heißt Limbs Gliedmaßen? Okay, nee, ich gehe da jetzt auch nicht hin, ne? Ich muss nicht alles wissen. Ey, das kannst du nicht machen. Das lässt er mich da stehen. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr. Jetzt weiß ich ja gar nicht, wo er hingelaufen ist. Auf jeden Fall hat er die Ventilatoren kaputt gemacht. Hey, wo bist du? Da bist du. Ey! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Bein! Oh, falsche Bein. Jetzt brauche ich schon zwei Schüsse für ein Bein. Habe ich schon am Anfang nicht einen Schuss gebraucht? Meine ich zumindest. Schon einer drin. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Okay, strick euch die Daumen. Welcome, welcome. Ah, das war's. Credits. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich mit den Credits machen kann. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist hier viel Platz für die Alienbrut. Muss ich hier überhaupt rum? Ich glaube aber schon. Ja, ich muss hier entlang. Oh. Isaac. Oh. Oh mein Gott. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Isaac, mach langsam. Oh mein Gott, in irgendeiner Scheißecke sitzt jetzt bestimmt einer. Wow, guck mal, da, wir können los. Wir können wegschippern. Aber erst checken wir mal, ob das Teil auch sauber ist hier. Ja, lad mal. Oh mein Gott. Lebensraum entdeckt. Lungenschaden bedenklich. Sofort räumen. Oh. Ja, sofort räumen. Genial. Und das scheiß Fließ da draußen. Sofort evakuieren.
Oh mein Gott. Alarm. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Boah. Ja, super, die Rettungstrupps. Wo sind sie? Das waren sie, die zwei. Ich hab nur Panik vor den Scheißschnee. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Nein! Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Oh Gott. Halt! Hey, wir sind zu zweit. Wir werden es auf die Reihe kriegen. Also wieder zurück. Oh nee. Ein Glück gibt's Licht. Ein Glück gibt's Licht. War das nicht der Anfang hier? Wo wir auch drin waren? Wo wir hier geflohen sind, genau. Da, darum geht's. Okay, ich glaube, wenn man sich wirklich dran gewöhnt hat an die Map und dann funktioniert es mit dem 3D, kannst ja so quasi dein Bild steuern. Tschu, tschu, tschu. Da ist es schon. Da ist die Mole. Und da ist ein Shop. Hauptsache, der Shop funktioniert. Okay. Strahlenkanone. Oh mein Gott, ich kann mir eine Strahlenkanone kaufen. Impulsgewehr. Ein Anzug. Ein Energieknoten ist so schweineteuer. Aber ich glaube, Energieknoten ist am logischsten eigentlich. Ich will aber eigentlich so ein Impulsgewehr. Was macht ein Impulsgewehr? Kaufen wir das? Ja, komm, wir kaufen's. Was wir haben, haben wir. Ein Luftkanister, der die Luftanzeige wieder auffüllt. Habe ich überhaupt jemals schon Luft aufgefüllt? Und ein Stase-Pack. Okay, ich guck noch mal ganz kurz in den Optionen, wie ich meinen Rig da aufrufe. Jetzt, wo ich weiß, dass der Anzug ist. Das gibt's aber nichts. Eingang? Nee. Waffen wechseln auf 1, 2, 3, okay. Klingt logisch.
Boah. Ey, das macht doch was her, das Teil. 50 Schuss? Passt. So, ab geht's. In dem kleinen Teil sind wir erst. Kapitel 1, Neuzugänge abgeschlossen. Wir waren der Neuzugang.